Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit der Kombination aus allen drei Rail Racer Teams. Und ja, ich habe sie jetzt natürlich hier schon final in den einzelnen Komponenten verwandelt und möchte euch natürlich jetzt nicht nochmal die ganzen Transformationen zeigen. Dafür schaut bitte in die einzelnen Videos der einzelnen Team-Member. Ja, kommen wir jetzt doch einfach mal zu der Figur an sich. Erstmal natürlich wie immer zu der Waffe. Das ist das Beste, weil, ja klar, eine Verpackung haben wir natürlich nicht. Die Waffen selbst können zu einer großen Waffe miteinander verbunden werden. Dazu drehen wir hier einmal bei Midnight Express das Visier nach unten. Wir nehmen die Waffe von Rail Spike, drehen das Ganze so. Das heißt, nein, Quatsch, so als Waffe lassen. Aber hier hinten diesen Pin nach innen. Dann haben wir hier unten so einen Klotz und hier eine Öffnung hinten an dem Pack. Da drücken wir quasi einmal die Waffe so hinein. So, was ich sehr schade an dieser Waffe finde, ist, dass sie hier ziemlich locker ist. Aber ich denke mal, das hat mit den Jahren einfach ein bisschen darunter gelitten. Ihr könnt jetzt hier natürlich noch diesen Pin zur Seite machen, um ein seitliches Visier zu bieten, was ich sehr schön finde. Ansonsten natürlich habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, diese Waffe ihm in die Hand zu geben. Natürlich auch abschießbar hier unten mit dem Part. Ich zeige euch das mal richtig schön. Ja, kommen wir jetzt, wie gesagt, zur zweiten Waffe. Die bleibt so eigentlich, bis auf dass ihr diesen Pin nach unten drehen müsst. So, und jetzt kommen wir zu den einzelnen Komponenten. Erst nehmen wir den Rapid Run Midnight Express und wir haben jetzt hier unten zwei kleine Pins und bei Midnight Express hier diese Konnektoren, die werden jetzt ineinander gesteckt, so, und schon haben wir quasi den halben Körper fertig. Er steht auch trotzdem sehr gut, ich ziehe mal nach hinten und jetzt nehmen wir den Oberkörper. Hier hinten ist eine Schiene, auf der, da müsst ihr aufpassen auf jeden Fall. Die hat nämlich hier, hier und hier zwei Konnektoren. Und die müssen jetzt quasi in die obere Schiene von dem Körper von Rapid Run geschoben werden. Das heißt, hier hinten ist eine schwarze Schiene und dort muss es verankert werden. Das heißt, ihr nehmt jetzt so diese Figur und schiebt sie jetzt einfach hinten drauf. So. Und bis es einrastet. So. Jetzt müsst ihr hier unten, ihr habt bei Railspike natürlich auch noch zwei Konnektoren. Die müsst ihr jetzt in den Bauch quasi des Rapid, ich komme mit den ganzen Namen durcheinander, Rail Racers quasi zusammenbringen. So. Und schon haben wir jetzt quasi den kompletten Combiner von Rail Racer fertig. Ja, ich muss sagen, einer meiner liebsten Combiner. Ihr könnt hier natürlich die Arme nochmal nach vorne winkeln. Das macht dann natürlich deutlich mehr Sinn. So. Dann habt ihr deutlich mehr Platz mit dem Jetpack, was er auf dem Rücken hat. So, das ist jetzt der schöne Rail Racer. Und ja, ich bin schon ziemlich begeistert von. Er hat halt hier hinten dieses Jetpack mit den Düsenantrieben. Schon ziemlich cool gemacht. Gefällt mir. Ich habe jetzt viele Reviewer gesehen, die natürlich die Arme hier hinten nicht so anwinkeln, wie ich es gemacht habe. Ich finde es aber so deutlich besser, weil man hier natürlich auch die Details sieht. Und ja, ansonsten könnt ihr natürlich auch die Arme so nach oben winkeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht bescheiden aus. Deswegen packe ich sie lieber so. Dann sieht es wenigstens aus wie ein Teil eines Riesenroboters und nicht wie kleine Mini-Arme, die überall herumfliegen. Ja, ihr könnt die Flügel natürlich auch nach außen winkeln, das ist euch überlassen. Nur seid gewarnt, es sollen keine Flügel darstellen. Es sollen wirklich ein Jetpack darstellen. Ja, die Arme sind auch schön beweglich. Ihr könnt natürlich die Arme um 360 Grad drehen, das ist euch überlassen. Ansonsten könnt ihr die Arme nach zur Seite winkeln. Die Ellenbogen haben auch hier vorne ein kleines Gelenk.
Und ja, ihr könnt den Arm auch drehen, wie ihr wollt. Ansonsten sind hier vorne die Fäuste sehr eingeschränkt. Das heißt, ihr könnt da nicht wirklich viel machen. Den Daumen zur Seite winkeln, hoch, runter oder die Arme öffnen. Mehr könnt ihr eigentlich auch nicht tun. Ja, ihr könnt ihm natürlich noch die Waffe in die Hand geben. Und auf der anderen Seite natürlich auch noch das Schild. Das gibt ihr ihm dann so in die Hand. Und schon hat Ray Racer seine Waffen und sein Schild. Die Figur ist sehr cool, auf jeden Fall. Mit dem Kopf lässt es sich sehr gut einrichten, dass er auch coole Posen hat. Die Beine sind mit den Kniegelenken auch gut positionierbar. Und so lassen sich natürlich mehrere Action-Posen darstellen. Ich muss nur dazu sagen, dass mir die Figur persönlich ein wenig zu instabil auf den Füßen wirkt. Er hat zwar hinten diese Verlängerung an den Beinen, um quasi einen festeren Stand zu bieten. Allerdings ist er sehr back-heavy durch natürlich das Jetpack. Ansonsten eine sehr coole Figur, wie gesagt mit einer meiner liebsten Combiner. Es gab bis jetzt in der Vergangenheit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nur zwei Zug-Combiner aus der Micro-Transformers-Line. Und ja, es ist das erste Mal, dass hier Hasbro es damals versucht hat, einen Zug mit Kugelgelenken der einzelnen Roboter innerhalb eines Combiners miteinander zu vereinigen. Und ich finde, das haben sie ganz gut geschafft. Die Waffen, wie gesagt, wirkt richtig cool mit dem kombinierten Modus. Die Figur selbst ist, ja, ihr seht selbst, sehr wackelig auf den Beinen. Ansonsten wirkt sie sehr imposant, sehr groß, hat ist eine Mischung von der Größe zwischen Voyager und Leader Class. Damals natürlich von der Größe der Zeit der Robots in Disguise war es quasi eine Leader Class und ja, ich finde es ziemlich praktisch. Die Figur weist sehr viele Kleinteile auf, wo man natürlich sehr aufpassen muss. Was mich sehr stört, ist, dass man hier einfach vieles an der Packung gemogelt hat. Besonders natürlich, hier steht 5+. Wahrscheinlich nur, weil es in den USA ist und hier steht dann auf dem kleinen Sticker nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Ich muss aber dazu sagen, ich würde es wirklich auch nicht für Kinder unter 5 Jahren anbieten, denn ja, wie gesagt, die kleinen Raketen können verschluckt werden, kleine Komponenten können abgehen, die Hände können leicht abfallen, deswegen aufpassen. Ansonsten ziemlich geil. Die Details her sind auch gut gelungen. Wir haben hier in Rapid Run, Midnight Express und Rail Spike sehr viele Details, die echt gut in den Rail Racer übergehen. Die Hüfte ist, finde ich, ganz schön gemacht. Der Bauch geht von vorne natürlich sehr unter von Rapid Run. Ansonsten hat er natürlich hinten dieses komplette Modul. Ich finde es auch sehr schön, dass hier dieser Zugteil schön in den Rücken mit übergeht und nicht jetzt hier unten so runterhängt. Ich muss natürlich dazu sagen, das ist jetzt nur meine Präferenz. Ihr könnt natürlich, hier hinten ist ein Schraubenport und da könnt ihr natürlich das hier noch miteinander verbinden. Sieht aber in meinen Augen ein bisschen strange aus. Gibt natürlich der Figur mehr Halt. Ich bevorzuge es allerdings so. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Jetpacks wirken sehr schön. Gefallen mir, auf jeden Fall sind gut gelungen. Die Waffe selbst hält nur mit einem kleinen Mini-Pack hier dran. Schlecht gelöst, da hier natürlich der Arm ein bisschen größer ist. Der Kopf ist gut designt. Kugelgelenk, wie gesagt, komplett. Ihr könnt die Figur gut bewegen vom Kopf. Kopf könnt ihr um 360 Grad drehen. Ihr könnt ihn nach vorne, nach hinten stieren lassen, also wirklich wie ihr wollt. Ihr könnt ihn natürlich auch verstecken, wie auch immer. Auch komplett hier unten drin im Fahrzeugmodus wieder verstecken. Alles in allem sehr schön gemacht. In meinen Augen eine Figur, die 9 von 10 Punkten verdient hat im Combiner-Modus.
Die 10 von 10 kriegt er nicht, da er, wie gesagt, wackelig auf den Beinen ist und auch von der Bewegung her ein ganz klein wenig eingeschränkt ist. Trotzdem auf jeden Fall ein Hingucker in jeder Sammlung. Und ja, wenn ihr noch eine Möglichkeit habt, diese Figur bei eBay oder bei Sammlern zu ersteigern, holt sie euch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich hoffe, das Review hat euch so einigermaßen gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch von Namen war. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo hinterlasst. Und ja, bis dahin sage ich bis tschüssi tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Rexford.